So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream und hallöchen der Lucy und hallöchen der Jasmin. Aha, ich wollte gerade sagen, ich höre ja fast gar nichts. Das kam aber nicht richtig drin. Was steht heute? Lucy, du weißt doch, ich mache keinen großen Plan mehr. Ja, nehmen wir an. Das heißt, es wird wie immer relativ spontan passieren, was wir machen. Beziehungsweise immer relativ spontan sein, was wir machen. Hallöchen, Foxy. Alles Zweier. Kriege ich keinen rein. Machen wir das jetzt mal anders. Nein. Du gehst jetzt mal reiten. Nimm dir mal Amadeus, der wird immer am wenigsten gebraucht. Das heißt, der wird am wenigsten gebraucht allgemein. Yay! Endlich! War kein Springen bei Karlchen. Bei Karlchen war das doch immer Springen, ne? Ja, es lass uns immer springen. Passt. So. Dann tun wir dich da rein, machen da sauber und dann kommst du da rein. Passt perfekt, jeder hat seine eigene Loge. Lass mich raten, ich hab das Pferd nicht, deswegen. Genau, 14. Da ist Jimba am nächsten dran. Kann ich Jimba denn direkt dreimal trainieren? Nee. Anni und Karlchen nur. Jimba ist beschäftigt im Krankenhaus. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann lassen wir Karlchen wohl über noch mal trainieren. So, jetzt sind sie aber gerade alle beschäftigt. Hallo? Soll ich mich da hinschicken? Wollen wir mal schauen. Dich nehmen wir und dich nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Die beiden und dich. Voll. Okay. Kein Apfel? Na gut. Oh, ein wunderschönes schwarzes Pferd. Oh, das möchte ich auch. Schön
Kiste auf. Hier hat aber auch echt niemand Äpfel irgendwie, ne? Oder fast niemand. Da! Äpfelchen! Voll der schöne braune Pferd! Oh, das möchte ich auch haben. Und hier voll das schneeweiße Pferd. Auch richtig hübsch. Ich freue mich schon, wenn meine Farm größer ist und ich da verschiedene Pferde habe. Oh, dunkelbraun. Oh Gott, das sind Ponys. Müssen wir unsere Pferde verkaufen. Also nicht die, die wir jetzt haben, die vier, die bleiben. Aber wir können noch ein fünftes züchten. Noch einen weiteren kleinen Stall dann hinbauen. Wobei, nein, warte, das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Man kann ja schon vorher verkaufen. Wir züchten einfach ein fünftes Pferd und verkaufen das dann direkt. Hey Foxy, hey Lucy. Genau, Jasmin, so macht man das. Alleba. Produziere Handschuhe 10 Stück, das können wir auch noch hin. Da haben wir schon mal den ersten Handschuh. Oh, okay. Karlchen ist ja gerade beim Training. Ich glaube, das wird dann noch nichts mehr. Na, was hast du hier wieder für extra Ansprüche? 4! Da muss ich dich enttäuschen. 4 kriege ich nicht rein. Nur mit Rubin und die setze ich ja nicht rein. So, 2 Handschuhe. 4 noch 8. Oh, die möchte auch Karlchen. Sollen wir auf einmal alle mit Karlchen? Ich glaube, ich lasse das mal mit dem nebenbei Geld ausgeben, wenn ich noch nicht mal ein Level-Up dadurch habe, ne? Spart ein bisschen Geld.
Das wäre jetzt zum Beispiel auch noch kein Level Up. Dafür noch 50. Lassen wir das mal sofort wieder sein. Ypsala. 9 Minuten noch. So lange wird sie auch nicht warten. Ein Level 4 wird lange dauern. Ja, ja, solange wird sie nicht warten. Moderner Mülleimer. Kostet leider 1800, gibt dafür aber 12 Prestige. Ihr habt die Schubkarre. 800 mehr kostet und 4 weniger gibt. Welches Pferd möchtest du denn überhaupt haben? Wieder Karchen? Nee, Chimba. Ah nee, das ist Vanni, die möchtest du ja nicht. Nein. Alles Chimba. Mir fällt noch was ein. Ich muss bei den Kanalpunkten sich auch wieder alles reinhauen. Da.
Es geht sogar perfekt auf mit den Fässern hier. Ist das nicht schön? Hat er nicht bewegt? Doof. So wird die WB Foxy hier. Das war so Sprudelwasser. Bananennektar rüberwerfen. Oh, geil. Oh, ich liebe Bananennektar. So, die dürfen auch gleich fertig sein. Ja, eine Minute noch. Ach, passt doch. Na komm, dann trainieren wir doch Jimba noch mal. Hat das höchste Level beim Springen. Wow, schon 100 von um 200. Nur so wenig, 147. Kann ich nicht gut flüstern. Du hast 5000 Pferdewünsche erfüllt. Du hast 1000 Quests erledigt. Das kann auch dauern. Oder 10 bisher noch. Das ist trotzdem nur eine Frittenbude, die keine Pommes verkaufen kann. Mal trainiert, bisher nur 26. $500.000. Das dauert noch. $1.000.000. Das dauert auch noch. 25 Gäste. Naja, leider nicht. Du hast ein Pferd für über $2.000 verkauft. Aha. Du hast 50 Mal Pommes produziert. Nee, noch nicht ein einziges Mal. Ja, der lässt sich ja keine Pommes verkaufen. Nicht vor Level 21. Und
der lässt mir Schneefall 24 vor Level 24 Stiefel verkaufen. Beziehungsweise produzieren. Hierfür muss ich auch Level 16 sein, um die Karotten zu machen, ne? Ne, 23 sogar. Muss ich nicht für irgendwas Level 16 noch sein? Ah ne, das war die Erweiterung, ne? Genau, Level 16 für die Erweiterung. 18.862. Muss ich unbedingt als nächstes machen. Die 500 Erfahrungspunkte ist zwar jetzt im Vergleich zum Geld, was ich ausgebe, nicht gerade ein guter Ausgleich, aber naja. Immerhin. Besser als nichts, ne? Neuer Gas. Na super. So lange können die normalerweise warten, so um die 2 Minuten. Aber, Seth. Ja, sorry, aber müssen tue ich gar nichts. Kekse! Dankeschön, Foxy, für die Kekse.
Oh, da fehlt nur noch einer. Ich habe leider nur eine Level 2, Level 2 Gast da. Das wird auch noch dauern. Hälfte habe ich schon mal, ungefähr. 4 Handschuhe fehlen noch. Und mit den Events, das wird erstmal so überhaupt nichts. Du musst noch 2 Minuten fahren. Ne, das wird jetzt kommt auf 100. Lassen wir das. Nee, das wird auch nichts. Passt perfekt mit Sandbonus. Streichen gar nichts. Das verstehe ich aber nicht. Die Himmel, das ledigt dich an. Oh, okay. Machen wir anders. Das sind 84. Das sind 70. Können wir ja eigentlich mal machen, ne? So. Und so, plus die. Aber ja, trotzdem Level 2. Und es ist ein Geldrahmen. Mit dem Rahmen, den wir bezahlen können. Extra Rezeptionsslots plus 1. Wie cool. Das heißt, damit kriege ich einen extra Slot frei auf dem Stuhl. Das heißt, ich habe dann morgen 4 Gäste. Statt nur 3.
9 Minuten. Mann. Das sinkt die ganze Zeit. Das ist doof. Das soll nicht sinken. Immer da oben lieber hin, ne? Mann, stell dich nicht so dumm an, Spiel. Hallo, wie geht's dir? Hallöchen, Raikun. Mir geht's ganz gut eigentlich. Und uneigentlich geht's mir noch besser. Freut mich, ja mich auch. Wie geht's denn dir so? Ich hoffe doch, dir geht's auch soweit gut.
Ach, soweit ganz gut, etwas müde. Ja, gut. Ich hätte auch weiter schlafen können, aber nein. Ich wollte ja unbedingt noch streamen. Ich bin auch am Überlegen, die Streams auf 16 Uhr nach hinten zu verlegen. Also Montag kommt immer recht überraschend und da schlägt ein. Nee, finde ich eigentlich nicht. Ich habe nie Probleme mit Montags gehabt. Ich hatte echt noch nie Probleme mit Montagen. Nicht mal als Kind. Als Kind habe ich mich gefreut, dass das Wochenende rum war. Und ich wieder in die Schule konnte. Aber dafür muss man jetzt auch verstehen, wieso ich mich darüber so gefreut habe. Und das werde ich hier jetzt nicht im Detail erklären. Oder überhaupt erklären. Du.